Hallo Hallo und und herzlich herzlich willkommen willkommen auf auf unserem unserem Kanal. Kanal. So Leute, und zwar werden wir heute nochmals einen Kuchen filmen für euch. Wir waren übrigens vorhin einkaufen. Ja, konnten leider nicht aufnehmen. Genau, weil wir hatten es ein bisschen eilig, weil wir bekommen später noch Besuch und haben ganz, ganz schnell eingekauft, sind nach Hause, haben jetzt die Vorbereitungen fast vollendet. Und mein Mann hat sich gegönnt mit seinem PS4-Chili und ich habe geackert hier. Auf jeden Fall wollten wir euch jetzt nochmals mitnehmen. Wir hatten diesen Kuchen, den wir jetzt euch zeigen, hatten wir bei Mama schon probiert. Gell, die hat ja uns ja mal was mitgegeben. Das schmeckt so gut, Leute. Also den Was war denn? Rezept, Nusskuchen oder was war das? nee, den Rezept habe ich von Mama auf jeden Fall, von meiner Mutter. Und würde es gerne mit euch teilen, weil der echt mega lecker war und der soll ganz einfach sein. Der schmeckt nicht arg süß, der schmeckt Der aber auch nicht schmeckt. salzig. Das ist so, ich weiß nicht, in der Mitte Ja, irgendwie. so ein Gemisch aus süß und salzig. Ja. Aber schmecken, wie gesagt, schmeckt man nicht raus. Was schmeckt man nicht raus? Also das Süße und das Salzige. Nicht arg viel. Man Ja. schmeckt nicht arg das Süße raus, finde ich. Und genau das ist der entscheidende Punkt, finde ich. So dass es von den anderen normalen Kuchen sich unterscheidet. Ich würde sagen, dann nehmen wir euch mit. Und genau, was ich noch sagen wollte, ich werde in die Infobox die Zutaten auflisten und von dort könnt ihr es dann euch nochmal Anschauen und anschauen und nachmachen. nachmachen. Genau. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zusehen und bleibt fleißig dran, lasst einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen. Denn es ist bellisch. So Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen vorbereitet. Und zwar benötigt ihr zwei Eier, einmal Backpulver. Schatz, du kannst ja immer zeigen, während ich sag, zwei Warte, Eier, ich mach mal weiter. Ich wollte mal schon Tempo. ein Backpulver, ein Vanillezucker. Ein Glas zwischen 1 und 1,5 Gläser Joghurt, ein Glas Zucker, dann macht ihr einen halben Glas voll Öl. Also wir benutzen bei allem eigentlich Olivenöl, deswegen Olivenöl, aber ihr könnt auch ganz Sonnenblumenöl, normal normales Rapsöl Öl, oder Sonnenöl, Rapsöl. ja, je nachdem, was ihr immer nutzt. Und dann kommen noch circa, also ich schätze mal jetzt so zwei, drei Gläser, aber ihr müsst halt nach dem Quamnedia, ihr müsst halt danach schauen, es darf nicht zu fest sein, es darf aber auch nicht sehr, sehr flüssig sein. Je nachdem einfach Mehl hinzufügen. Wie ihr seht, benutzen wir heute Dinkelmehl. wieder Dinkelmehl, genau. Und mein Mann wird mir jetzt behilflich sein. Ach genau, und ihr müsst, das habe ich auch hier vorbereitet, ich mache das in diesen Borjam, der ist rund, den werde ich nachher einölen und dann kommt das Ganze da rein. So Leute, jetzt fügen wir erstmal zwei Eier in unsere Schüssel. Ich habe immer Schiss, dass Schale mit reingeht. Das Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Kann man wieder rausholen, Schatz. Und dann So. fügt ihr Zucker? genau ein Glas Zucker hinzu. Boah, das sieht so geil aus. Jetzt schön mit dem Schneebesen verrühren. Wir haben unseren, wie heißt es nochmal? Handmixer? Genau, den Handmixer von uns haben wir leider reklamieren müssen, weil der irgendwie zu schwach war. Deswegen haben wir gerade keinen, deswegen muss mein Zu Mann schwach jetzt. heißt, weil es irgendwie einen Fehler hatte, hat es nicht richtig gerührt. Ja, der ist immer abgesprungen. Aus dem Grund haben wir das Ja. reklamiert und zurückgegeben. Wir müssen mal nach einem neuen schauen. Wenn ihr irgendwie gute Handmixer uns empfehlen könnt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Nimmt einfach einen Betonmixer für die Baustelle, ist am besten. Geht schneller. Billig. So, Schatz, warte, ich will das ja mitfilmen. Genau, zeig mal die Konsistenz so. Genau, richtig gut vermischen müsst ihr das Das einmal. sieht gerade voll lecker aus, aber Roheier, boah.
So, und jetzt? Und jetzt im Anschluss fügt ihr eine Packung Vanillezucker und eine Packung Backpulver. Einmal Vanille, einmal Backpulver. Schütteln, schütteln, schütteln. So. Diese Vanillezucker, das riecht so gut. Man will es am liebsten so essen, Vanillezucker. Da ich sowieso Vanille liebe über alles. Genau. Schatz, das machst du richtig gut. Also das gefällt mir, dieser Anblick hier. Nee. Was ich am Montag gleich mache, ist ein Handmixer kaufen. Du bist so blöd. Okay, dann fügen wir erstmal ein Glas, Schatz, Mehl hinzu. Du kannst es ja hier machen, da war ja Zucker drin. Genau, mach halt langsam mit dem Mehl. Ja. Wir machen einfach langsam so, dass wir am Ende nicht zu viel Mehl haben, ne? Machen wir erstmal ein Glas. Genau, ein Glas voll Mehl. Schätz langsam. Ja. Weil es kommt wieder ein bisschen. Genau, back. Diese Brocken. Ja, das reicht erstmal. Du kannst ja dann immer noch hinzufügen. So. Und ich würde jetzt auch dazu dieses ein Glas Joghurt hinzufügen, Schatz, damit es ein bisschen einfacher ist zum Rühren einfach. Joghurt hinzufügen. Genau. Wenn es zu fest ist, Leute, könnt ihr ein halben Glas dazu hinzufügen von dem Joghurt. Schatz, den Joghurtglas kann ich auch zur Seite legen, falls ihr noch ein bisschen Joghurt brauchen sollten. Machen wir alles hier raus. So. Genau. Das drauf mal hier. Das auch. Sieht so gut aus, wenn der Mann in der Küche steht. Gell, Baby? Schatz, du bist ja schneller wie ein Handmixer. Schatz, langsam. Warte, ich drücke auf den Langsam-Knopf. Wie ist die Konstanz? Guck mal, jetzt so sieht es richtig perfekt gut aus. Richtig krass gut, wirklich. Richtig gut, Schatz. Okay, dann können wir, ich glaube, das reicht dann, oder? Wir noch ein halben Glas Olivenöl hinzu. Also wie gesagt, ihr könnt mit dem Öl arbeiten oder nehmen, was ihr halt täglich benutzt. Genau. Wir benutzen hauptsächlich Olivenöl. Schätze nicht mal. Und hoppa. Genau. Jetzt einfach verrühren. Jetzt werdet ihr auch merken, der Teig wird ziemlich flüssig. Aus dem Grund müsst ihr wahrscheinlich dann nochmals Mehl hinzufügen. So, ein bisschen Mehl müssen wir. Ja, das kann ich jetzt mit Augenmaß einfach machen, würde ich sagen, oder? Mach halt wenig. Ich mache immer wenig, wenig. Genau. Ich glaube, das reicht erstmal, Baby. Genau. Schatz, an der Seite klebt was. Genau. Das war Joghurt. Jetzt machen wir Turbo, Schatz. Düt! Nee! Turbo! Düt! Baby!
Der geht ja mal richtig ab, du. So. Okay, das reicht. Oh, jetzt habe ich den Schneebesen kaputt gemacht. Je minute. Ja, das geht raus. Ach komm, der ist noch neu. Ja, wenn du auf den Turbo drückst, kann ich nichts dafür. Wenn ich was mach? Auf Turbo drückst. Schatz, mach langsam. Düt. Guck, der geht raus. Sein. Schatz, weil du zu viel oder der Basteln. So, das reicht jetzt. Wie ist die Konsistenz, Baby? Zeig mal. So muss es sein. So ist gut. Mm, der sieht echt gut aus. Okay, super. So. So, ihr Lieben. Und zwar nehme ich jetzt eine Glasschüssel. Boljam nennt man das auf Türkisch bei uns. Ich tue das schön mit Butter einschmieren. Und dann kommt unser Kuchenteig drauf. Ich erhitze erst im Vorfeld meinen Backofen auf 250 Grad. Und sobald ich dann meinen Kuchen in den Ofen gebe, stelle ich das auf ca. 180, hat sie gesagt, Schatz. Aha. Und genau, immer wieder nachschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange da drin bleiben soll ganz genau, aber ich würde einfach so in 30 Minuten, 40 Minuten einfach mal mit dem Zahnstocher mal reinpieksen, ob der wirklich durch ist. Und ansonsten einfach ein bisschen länger, aber schaut gerne mehrmals, nicht, dass er euch anbrennt. So, dann würde ich sagen, schmieren wir aus der Glasschüssel ein, ne Schatz? Mhm. Ihr dürft gerne ein bisschen viel nutzen, damit es am Ende nicht klebt, damit ihr dann keine Probleme habt. Die Seiten nach oben zu, damit ihr das am Ende wirklich gut schneiden könnt und gut rauskriegt. Rausbekommt, genau. Ach, übrigens könnt ihr dann auch auf den Kuchen, dann auf den Teig drauf, nachher entweder Walnüsse zerkleinern oder ihr könnt Susanne, die Schatz auf Deutsch. Boah, wie heißt denn das? Nicht Schwarzkümmel, sondern das Helle davon. Ich komm nicht drauf, ich zeig's euch dann. Ich weiß es auch nicht gerade. Das schmeckt so gut, Leute, wirklich. Ihr müsst es wirklich nachmachen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und es ist wirklich etwas, was sehr schmeckt. Schnell geht, Schatz, und auch wirklich schmeckt, finde ich. Also wenn ihr Besuch bekommt und irgendwie unter Stress seid mit Essen und dies und das und trotzdem dann noch was backen wollt, was schnell geht, empfehle ich euch wirklich diesen Rezept. So. So, Leute. So, wie ihr seht, habe ich fertig eingeölt. Eingefettet, eingeschmiert. Je nachdem, wie ihr es benennen wollt. Auf jeden Fall kommt jetzt unser Teig. Füllen wir jetzt einfach in die Schüssel hinzu. Sieht man das gut aus? Riecht aber auch voll gut, Schatz. So Leute, genau das hier habe ich gemeint. Karışık çörek mix, Saatenmix. Genau. Also ich nehme jetzt einfach die Mischung. Zeig mal von vorne auch, Schatz. Ich habe gemerkt, dass ich nur das Weiße nicht da habe. Deswegen machen wir jetzt einfach die gemischt. Mischung. Genau. Einfach drüber streuen. Nicht übertreiben. Oder Schatz? Mhm. Oder sollen wir übertreiben? Nee. Nee, ne? Das Übertreiben ist überlegt mir.
Ja, du magst es zu übertreiben, gell? Genau, so sieht's aus. Und jetzt kommt er in den Ofen. So, Leute, unser Kuchen ist fertig. Es duftet schon ziemlich gut. Jetzt kommen wir zum Servieren. Wir können uns jetzt ein Tuch. Also, wir sind jetzt fertig. Ja. Wir haben unsere Gäste, Joljetik. Unsere Gäste wieder heimgeschickt. Ich rede voll Deutsch und Türkisch, Mix, ich schwör. Das ist so krass, wenn du irgendwie weißt, so, also wenn du so dir beobachtet vorkommst, dann. Nein, nicht beobachtet. Das nicht beobachtet, das Dings ist, wenn man auf Deutsch redet, dann fallen die Wörter manchmal nicht einem ein. Dann redet man automatisch auf Türkisch. Weiter, ja. Krass. Aber das ist nur, weil wir uns aufnehmen und verstehst du? Also bei mir ist es so, normalde rede ich flüssig Türkisch und auch flüssig Deutsch, weißt du, ich meine? Ja. Ist echt übel, wie man sich selbst unter Druck setzt, gell? Man steht unter Spannung. Auf jeden Fall haben wir, beziehungsweise ich, die Wohnung nochmals aufgeräumt, nachdem unser Besuch jetzt gegangen ist. Wir hatten auf jeden Fall, wir haben schön Zeit verbracht, wir haben gemeinsam gegessen, wir haben gemeinsam gespielt. Genau, wir haben Spiele gespielt, beziehungsweise Mensch, ärgere dich nicht. Und ich habe gewonnen natürlich, wie immer. Wie immer. Schatz, ist es nicht so? Wie immer, Mama. Gewinne ich nicht meistens? Nö. Ja, er lügt. Ja. Er lügt. Du warst Dritter, deine Tante, ich war Erster, deine Tante war Zweiter, du warst Dritter, Mutter, ich war Vierter. Ja. Aber beim nächsten Mal gewinne ich vielleicht. Na, dann Million. Oh. Ja, das sehen wir dann. Auf jeden Fall, Leute, wir haben sehr schöne Zeit verbracht gemeinsam. Und wie gesagt, unser Besuch ist jetzt weg. Wir haben die Wohnung nochmal aufgeräumt und ich habe die Spülmaschine eingeschalten. Und jetzt ist es Zeit zum Abschied nehmen, oder? Ja. Dann würden wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Daumen hoch lassen. Genau. Und zur Unterstützung. Zum Gas geben für uns, dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen, denn es ist billig. Es ist billig. Kostet nichts. Kostenlos, ganz genau. Wenn ihr den Tarif nach den Tarif, wenn ihr den Rezept nachmacht, ist kein Tarif, wenn ihr den Rezept nachmacht, dann dürft ihr uns gerne auf Instagram markieren. Wir freuen uns über eure Kommentare, ne? Genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zu einem neuen Video das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.